Vieles von Bethesda ist halt ehemals von ID Software, das stimmt. Also das Legendärste, das bestimmt nie passieren wird. Also nie würde ich nicht sagen, es ist schon alles, es ist schon so viel passiert, das eigentlich nie passieren kann. Aber wenn ein Sony-Charakter noch in Smash auftauchen würde, da fällt mir eigentlich fast nur Nathan Drake ein, weil Sony hat nicht so viel bekannte Charaktere mehr irgendwie. Aber das wäre natürlich episch, dass da Nintendo, Microsoft und Sony-Charaktere vereint in einem Spiel auftauchen. Das wäre schon der Shit überhaupt. Haltet eure Hörner fest. Hier kommt Spyro. Au. Spider-Man. Na gut, Spider-Man ist jetzt auch nicht wirklich ein Sony-Charakter. Na gut, okay, die haben auch die Filmrechte, aber es ist halt trotzdem ein Marvel-Charakter. Die haben halt nur die Rechte momentan, um den zu benutzen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie das genau mit Uncharted und Nathan Drake abläuft, weil ich meine, das sind Naughty Dog-Spiele und Naughty Dog gehört im Grunde zu Sony. Heißt aber nicht zwingend, dass die Lizenz Sony gehört. Könnte ja sein, dass die Lizenz trotzdem bei Naughty Dog liegt und sollte Naughty Dog mal gekauft werden, würde die Lizenz mitgehen oder so. Das kann ja sein. Das weiß ich nicht. Aber das würde man aktuell zumindest noch sehr stark mit Sony in Verbindung bringen, so oder so. Ich meine, zumindest Crash Bandicoot wäre ja ein Favorit. Der würde ja die PlayStation-Ära zumindest ganz gut repräsentieren. Wobei das Cloud ja auch macht, aber so ein richtiger Sony-Charakter halt, das wär's. Das wär gut. Ich hab Angst. Ich finde es ganz schön, wie das Crash Team Racing hier auch die einzelnen Themen der Crash Bandicoot-Spiele so ein bisschen einfängt und zu Rennstrecken umbaut. Genau, Parappa the Rapper. Das wäre natürlich auch ein Kandidat, theoretisch. Ist mir einfach so aus der Klaue gerutscht. Und mich würde es auch echt freuen, wenn Travis Touchdown zum Smash-Charakter werden würde. Einfach nur, erstens, weil ich die Spiele super gerne mag und weil der Schöpfer schon lange immer wieder betont, dass er ein riesen Smash Brothers Fan ist und es wäre so sein Ziel. So eine große Ehre für ihn, wenn Travis Touchdown mal so groß werden würde, dass er ein Smash Brothers Kämpfer sein könnte. Tja. Wer weiß. Immerhin kommt ja jetzt das neue No More Heroes für die Switch dieses Jahr. Das muss nichts heißen, aber vielleicht ist es ein Indiz. Wer sich mit dem Drachen anlegt, kriegt sein Feuer zu spüren. Chammy Lammy, der sagt mir nichts. Der Typ aus Mid Evil. Ah, aha. Und die Charaktere aus Infamous, das stimmt. Aber daran, dass niemand Chammy Lammy kennt und du schon schreibst, der Typ aus Mid Evil und der Charakter aus Infamous, merkt man halt, wie bekannt die eigentlich sind. Nicht sehr. Eigentlich alles, was in PlayStation All-Stars war. Ja, das war leider nicht gut, oder? Ich habe das mal gespielt, ich fand das leider echt nicht gut. Schade eigentlich. Ich mag nämlich so Crossover-Compilation-Spiele echt gerne. Ich fand auch immer die Marvel vs. Capcom und diese ganzen Geschichtenspiele immer witzig. Und Smash Brothers jetzt eben sowieso. Aber ja, das war irgendwie nicht gut, fand ich. Aber Neues fände ich cool. Wenn die Neues machen würden, hätten sie nochmal eine Chance. PS5-Starttitel. Ich meine, ernsthaft, der Sackboy. Ja, das stimmt. Sackboy wäre wirklich eine Idee. Finde ich gut.
Der würde auch gut reinpassen in Smash Brothers. Jamie Lemmy war der Protagonist aus dem dritten Parappa-Teil. Ach was. Na schau. Sackboy wäre echt eine coole Idee. Das stimmt. Was wollte ich sagen? Ach so, genau. Weil Smash Brothers ist ja jetzt irgendwie das absolut erfolgreichste Prügelspiel ever. Das hat jetzt sogar Street Fighter 2 entthront. Das hat jetzt wirklich alle Rekorde gebrochen. Und Sony ist ja schon dafür berühmt, sich sehr genau anzuschauen, was die Konkurrenz macht und wenn das gut läuft, das dann auch zu machen. Das machen die schon gerne. Ich könnte mir also vorstellen, also ich würde es zumindest nicht komplett ausschließen, dass die nicht tatsächlich an einen Wiedererwecken der Old Star-Reihe, also dann wird es eine Reihe werden, aber des Old Star-Schemas interessiert sind aktuell zumindest. Hey, Toxic Black Knight. Danke fürs Followen, fürs Subscriben. Schön, dass du mit dabei bist. Hallo, wie geht's? Ich bin gerade so still, weil ich gerade ein bisschen überlege noch. Wegen Sony All-Stars und so. Aber Sony fehlen halt einfach wirklich so starke, bekannte Lizenzen. Das ist wirklich ein Problem, finde ich, dass die haben. Also, ich meine, es läuft ja gut für Sony. Aber ich meine jetzt, in Bezug auf so ein All-Star-Prügelspiel ist das problematisch. Die könnten sich bestimmt mit ganz vielen Third-Herstellern einigen. Ich meine, die hatten ja auch in dem ersten irgendwie, fällt mir der Name nicht ein. Wie heißt er? Fällt mir der Name von dem Spiel auch nicht ein. Ich glaube, ich muss das Rennen beenden, dann kann ich an andere Sachen denken. Big Daddy! Big Daddy hatten die ja auch drin zum Beispiel. Ups. Und so weiter. Aber ja. Ist nur so eine Idee. Ich fände es ja, wie gesagt, cool, aber da bräuchten die halt irgendwie einen Entwickler, der wirklich Erfahrung damit hat und der was drauf hat und der das richtig cool machen könnte. Vielleicht wäre es auch eine gute Idee, wenn die Smash Brothers Formel nicht zu sehr kopieren, sondern versuchen da eher was Eigenes zu machen. Vielleicht die Stärken, wenn jetzt zum Beispiel, wenn ich an Naughty Dog denke, so ein Entwickler, den Sony hauseigen hat, und die sagen zu Naughty Dog, hey, macht uns mal so ein Prügelspiel, dann wäre die Stärke von denen eher das Inszenatorische. Dann könnte man eher irgendwie ganz viel spezialisierte Moves machen, die super cool inszeniert sind. Ein Spiel, das eher schön anzuschauen ist oder sowas in der Art. Das wäre dann eher die Stärke, glaube ich. Vielleicht könnte sowas funktionieren, ich weiß es nicht. So, Chat nachholen. Hashtag Sony ist eine Copycat. Das stimmt schon ziemlich. Man muss es echt sagen, die machen einfach alles nach und teilweise unverschämt. Aber auch, sie bringen auch manchmal Innovationen selber mit ein. Das muss man schon auch sagen. Und vor allem muss man ihnen echt lassen, dass sie an ihren Konzepten, auch wenn sie teilweise nicht sehr erfolgreich sind, wirklich hängen. Also die schmeißen Sachen nicht über Bord. Die sagen nicht, hier habt ihr PlayStation VR und dann merken, sie verkauft sich nicht ganz so gut und dann ist es 2 Wochen später tot, sondern die pushen das bis zum Ende. Und das ist schon auch cool. Das machen die wirklich konsequent, aber sie kopieren halt, wo es gerade geht.
Ich finde da zum Beispiel schon Microsoft cooler, was das angeht, ehrlich gesagt. Weil die auch sich natürlich anschauen, was zum Beispiel Nintendo macht. Aber die versuchen immer ihren eigenen Twist in das Ganze reinzuhängen. Die versuchen ihr eigenes Konzept zu machen. Und Sony macht es schon immer teilweise sehr plump nach. So die Move-Controller zum Beispiel, kurz nachdem die Switch rauskommt. Die Rumble-Funktion vom Rumble-Pack und 3D-Sticks und alles eigentlich. Alles. Aber gut. So ist halt auch so einfach kulturelle Evolution. Aber von wegen Konsolen, abgesehen von Nintendo und Wannabe-PCs, wenn du das gerade schreibst, man muss halt einfach sagen, dass gerade zum Release die Konsolenhersteller da extrem gute und dafür extrem billige PCs bringen. Und diese PCs, diese Konsolen, bringen halt Stabilität und Zuverlässigkeit. Du kannst dich halt als Kunde drauf verlassen. Jetzt muss ich mir 8 Jahre, 10 Jahre, wer weiß wie lang, mindestens kein System mehr kaufen und alle Spiele werden für das System optimiert. Und ich meine, bei den neueren Spielen gibt es dann schon Ruckler und dann kommt die Pro-Edition und dann laufen Sachen vielleicht nur noch auf 30 Frames oder so. Aber im Endeffekt kannst du dich immer drauf verlassen, passt, du setzt dich hin, nimmst deinen Controller in die Hand und fertig. Mehr musst du nicht machen, das Spiel läuft, du musst nichts einstellen, du musst nichts updaten, du musst dich um nichts kümmern. Das ist halt der Service und das zu einem relativ billigen Preis. Das ist natürlich schon cool. Und diese Stabilität, die Konsolen bringen, sind, glaube ich, nicht zu unterschätzen, auch für den PC-Markt, weil das eben auch in den PC-Markt so eine gewisse Stabilität bringt. Viele beschweren sich da natürlich, weil sie sagen, ja, der Fortschritt könnte viel schneller sein, wenn die Konsolen das nicht ausbremsen würden. Und da mag was dran sein, aber ich glaube, diese Stabilität ist einfach wirklich für den Markt und für die Kundenfreundlichkeit extrem wichtig. Das darf man, glaube ich, wirklich nicht unterschätzen. Und du musst halt auch sagen, dass 90% der Videospieler keinen Bock haben, an ihrem System rumzubasteln. Die wollen einmal was kaufen und das dann haben und fertig und Schluss. Das ist eher eine Nische, das PC rumschrauben. Das ist schon eher Special Interest. Aber im Grunde geht es mir schon auch so, dass ich mittlerweile, also ich schwank da immer wieder hin und her so ein bisschen zwischen Konsolen und PC Präferenz. Aber ich muss auch sagen, dass Nintendo für mich halt einfach so eine Sonderstellung ist. Ohne Nintendo Konsole geht es sowieso gar nicht, die hat man sowieso immer. Und ansonsten schwanke ich immer wirklich zwischen der Freiheit und der Modbarkeit am PC und dem einfach nur auf die Couch sitzen und los geht's Komfort der Konsolen und auch natürlich der billige Preis. Mittlerweile durch die Online-Dienste zahlt man ja die Konsolen quasi über Zeit ab. Wer sich mit dem Drachen anlegt, kriegt sein Feuer zu spüren. Aber ja, genau. Ja, ich meine, ist ja auch cool, Katka. Aber wie gesagt, das ist eine Nische. Ich glaube, dass der Videospielmarkt bei weitem nicht so groß und populär wäre, wenn es Konsolen nicht gäbe. Ziemlich sicher sogar. Ich meine, wie vorher schon gesagt, außerhalb von Deutschland ist PC-Markt halt einfach wirklich nicht mehr groß. Mittlerweile, glaube ich, wieder besser, aber immer noch eigentlich klein. Für die meisten großen Publisher eher so Nebending.
Ja, ich meine, theoretisch gab es viele der Konzepte schon viel, viel früher. Ist eh klar. Es kommt immer darauf an, wie weit man zurückgeht. Ich meine, in Japan gab es, glaube ich, für den NES schon Bewegungssteuerungscontroller. Oder was das Super Nintendo? Ich glaube, es war der NES tatsächlich. Die wurden nur nie genutzt und hat niemanden interessiert damals. Aber es gab es halt damals schon, in den 80ern. Genauso wie VR schon die ersten Gehversuche in den 80ern gemacht hat. Auch mit dem legendären Virtual Boy und so weiter. Der Super Glove, genau, Katka, da hast du recht. Der Super Glove war ja im Grunde auch Bewegungssteuerung, die absolut noch nicht funktioniert hat. Aber man war halt echt früh dran. Man war halt echt ein Trendsetter. Zumindest außerhalb der Arcades auf jeden Fall. Wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich spiele das Spiel so in Trance. Ah ja, hier waren wir. Okay, spielen wir noch eine Runde. Why not? Why not? Das hat super funktioniert bei den zwei oder drei Spielen, die dafür geschrieben waren. Ja, okay. Kann schon sein. Ich meine, wirklich, ich glaube, gerade die Bewegungssteuerung war für damalige Verhältnisse schon super, super krass revolutionär. Das war schon cool, bestimmt. I love the Power Glove. It's so bad. Aber gerade zu der Zeit wurde ja von vielen extrem viel rumexperimentiert. Experimentiert, was es da für bizarres Zeug gab in den 80ern und frühen 90ern. Für absolut bizarres Zeug. Ich meine, sowas wie Sprachsteuerung hat da auch schon seine ersten Gehversuche gemacht. Aber auch so. Also gerade eben auch viel mit Bewegungssteuerung, mit so Bewegungserkennungssensoren, dass man einfach mit seinen frei schwebenden Händen spielen soll und lauter so Sachen. Hat alles nicht funktioniert. Aber gab's alles schon. Ups. Scheinbar, um nochmal auf Smash Bros. Zurückzukommen, was mir gerade einfällt, ging jetzt die News um, dass Nintendo versucht hätte, diesen Sora, diesen Protagonisten aus diesem Disney-Spiel Kingdom Hearts in Smash zu kriegen, weil der war auch ein riesiger Fanfavorit, den wünschen sich sehr viele. Wahrscheinlich hat Disney dann den Riegel vorgeschoben. Disney wollte das nicht. Und wenn das stimmt, wusste ich überhaupt nicht, dass der ein Disney, dass der Disney-Figur ist, dass Disney die Rechte an den hat. Ich dachte, der wäre bei Square Enix. Aber gut. Also wenn das stimmt, was da gesagt wird, kann man den quasi auch abschreiben als möglichen neuen Kämpfer. Kingdom Farts. So wie the stinking shitty, das wir heute beendet haben. Ich würde Kingdom Hearts tatsächlich gern mal spielen. Ich habe da nie eins gespielt, aber da es da so eine große Fangemeinde gibt, denke ich mir immer wieder, vielleicht ist da was dran. Vielleicht ist das tatsächlich cool. Und da ich ja eigentlich die Disney-Lizenz natürlich auch gerne mag. Und man hat irgendwie Donald Duck und Goofy im Team. Was kann da schiefgehen? Würde mich das vielleicht sogar interessieren, aber ist halt super zeitaufwendig. Wenn vielleicht theoretisch zum Beispiel für die Switch eine
Omni-Collection kommt mit allen Teilen für einen Zehner. Ich sage nur, das wären meine Richtlinien. Das wäre meine Fuck-it-Grenze. Wenn dann die Octology oder wie viele Teile das es da gibt, kommt mit allen Teilen für 9,99, dann würde ich sagen, okay, jetzt zieh ich mir Kingdom Hearts rein. Komplett. Die ganze Reihe. Aber wahrscheinlicher ist das, wenn überhaupt jeder einzelne Teil für Vollpreis kommt. Und dann bin ich eher so raus. Ich würde es mir wirklich gerne mal anschauen, eigentlich. Wenn man dann irgendwie mit Donald Duck und Goofy im Gepäck so von der Herkules in die Pocahontas-Welt springt und da Abenteuer erlebt, das klingt eigentlich nach was, das mir echt gut gefallen würde. Könnte, zumindest. Au. Warum sind da Haie in Inuit-Kostümen in dieser Map? Crash Bandicoot is weird, man. Tja. Ich meine, Nintendo hat es schon geschafft, auf jeden Fall. Ich glaube, das kann man auch neutral sagen. Über Jahre hinweg, über Jahrzehnte mittlerweile hinweg, eine durchschnittlich extrem hohe Qualität zu halten. Aber grundsätzlich ist es schon einfach auch viel Nostalgie und Fandom. Deswegen ist es auch immer schwer, neutral zu bewerten, glaube ich. Es ist wie in einem Auf ein Bier-Podcast, den ich vor kurzem gehört habe, hat der André Peschke gemeint, weil der ist selber auch großer Nintendo-Fan seit frühester Kindheit, aber eben auch jahrelang Journalist. Und der sagt eben auch, dass halt in seiner Arbeit als Journalist merkt man halt einfach, dass es bei jedem immer eigentlich nur um Zielgruppenerfassung geht, um Profitoptimierung und so weiter. Da macht keiner von den Publishern, keiner von den Konsolenherstellern irgendeinen Unterschied. Aber er meinte so, der Lack ist halt doch nie ganz ab. Wenn man halt einfach in seiner Kindheit Fan von was war, dann ist man einfach Fan davon und dann ist das immer ein bisschen strahlender eingefärbt als alles andere. Da kommt man nicht weg. Wie lange hast du heute vor? Eigentlich bis 23 Uhr und ich glaube, das ziehen wir vielleicht auch jetzt einfach durch. Katka. Warum nicht? Das von Sega war der Game Gear. Okay. Ich meine, theoretisch ist das erste Gerät, das mir jetzt spontan einfällt, der Super Game Boy. Mit dem man Handheld-Spiele auf den Fernseher streamen kann. Aber das war halt natürlich ein eigenes Tool, extra nochmal. Aber also, wie gesagt, das ist ja, also gerade Nintendo bringt ja auch sehr oft gefühlt zumindest neuere Versionen von alten Konzepten, die früher nicht so funktioniert haben, die vielleicht ein bisschen abgegradet sind, weil die Switch ist ja zum Beispiel an sich auch sehr stark, ich weiß nicht, ob ich die Strecke hier jemals gefahren bin, ist ja sehr stark eine Wii 2, eine Wii U 2 besser gesagt. Die Switch hat ja im Grunde alle Features, die die Wii U hatte, nur konsequent weitergedacht und sinnvoller auch weitergedacht. Und dieses Feature, dass man zwischen Fernseher und Handheld wechselt, gab es bestimmt schon oft. Da traue ich mich wetten. Aber die haben es halt quasi auch PR-mäßig, pressemäßig als ihr großes Standardkonzept
formuliert, mitgeteilt. Ich glaube, bei sehr vielen anderen Geräten war das den Leuten einfach auch nicht bewusst, dass das überhaupt eine Option ist, weil einfach auch nicht davon ausgegangen wurde, dass das großartig jetzt das Feature ist, das gewünschte. Der Super Game Boy war aber schon cool, dass man dann sogar Farben einstellen konnte, verschiedene Farbschema und so. Das war schon ziemlich cool. Ich glaube, mein Lieblings-Super Nintendo-Spiel war das Super Game Boy. Nein, ich glaube nicht wirklich, aber doch schon ein bisschen. Die hätten da noch viel mehr vernetzen sollen mit dem Super Game Boy. Ich würde immer viel mehr vernetzen, wenn ich die ganzen Spieleentwickler wäre, aber keine Ahnung, vielleicht. Weiß ich nicht. Mit Achievements hat es ja Sony und Microsoft so ein bisschen versucht, Spiele übergreifend zu vernetzen. Aber ich würde das Konzept immer noch viel weiter treiben. Ich hätte schon beim Super Game Boy sowas gemacht, wie dass man fürs Einlegen gewisser Spiele oder noch besser fürs Spielen gewisser Spiele neue Rahmen und sowas freischalten kann, zum Beispiel für den Super Game Boy. Und lauter so Sachen. Alles Mögliche. Seit Microsoft oder Sony relativ parallel oder die Achievements eingeführt hat, seitdem träume ich eigentlich davon, dass man das endlich mal weiterdenkt, das Konzept. Und dass man zum Beispiel seinen eigenen virtuellen Raum hat und dann schaltet man fürs Verdienen von Achievements Möbel frei. Und dann kriegt man halt das Uncharted-Sofa oder irgendwie so ein Blödsinn. Und das kann man dann in seinen virtuellen Raum stellen und man freut sich. Und die Trophäen sind nicht nur Bildchen, sondern eben kleine 3D-Trophäen, die man irgendwo in sein Regal, in seinen Schrank stellt. Das fände ich so schön und wäre für mich auch dann wirklich motivierend. Weil mit Achievements konnte ich noch nie viel anfangen. Leider. Schade wirklich, ich hätte gern so übergreifende Motivationstechniken, die bei mir wirken. Aber Achievements gehören leider überhaupt nicht dazu. Es gibt nur wenige Spiele, wo ich viele Achievements freigeschaltet habe. Aber dann eigentlich immer nur, weil ich die Spiele durchgespielt hatte und weil ich das Gefühl hatte, ich bin damit fertig. Und dann habe ich geguckt, was es für Achievement gibt, um Anreize zu bekommen, was ich noch machen könnte, so ungefähr. Wie bei Star Wars, das ist auch einfach ganz viel Verklärung. Nein, die Star Wars Trilogie, die Originale, sind wirklich die besten Filme aller Zeiten. Da gibt's null Nostalgie und null Verklärung. Da will ich nicht mehr drüber reden. Der Sega Nomad, was? Das höre ich zum ersten Mal. Codename Venus. Tragbare Variante des Mega Drive. Ah ja. Mit dem Nomad konnten alle Genesis-Spiele gespielt werden. Aha, das ist ja genau. Im Endeffekt ein früher Vertreter dieses Konzepts, wenn man so will. Brauche noch ein Super Game Boy 2. Was? Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Da kannst du sogar Dialogkabel gegeneinander zocken. Ach so, mit dem Game Boy Multiplayer Kabel kann man dann mehrere Super Game Boys verbinden. Ich verstehe. Ach, das ist ja cool. Oh ja, stimmt. Beim Game Boy Advance ging das ja auch schon. Ja, ja. Beim Game Boy Advance konntest du auch an den GameCube anschließen und als Controller nutzen, um dann die Game Boy Advance Spiele zu spielen auf dem GameCube. Wenige Spiele haben das dann auch als zentrales Feature genutzt, wie Final Fantasy Crystal Chronicles vielleicht oder so. Ich weiß, so Ansätze gab es mal für die PlayStation 3 mit so einem Avatar und so einem virtuellen Raum, aber das war nicht so cool, wie ich mir das vorgestellt hätte, leider. In Super Game Boy 2 gab es nur in Japan. Wie vieles. Ach, also ohne Region Lock, ne? Dann immerhin. Wie viel interessantes Zeugs. Wie der 64DD.
Der, wenn überhaupt, glaube ich, wird der noch für was anderes außer F-Zero benutzt eigentlich? Der GameCube hatte einen extra Ansatz unten dran. Ja, da hast du recht, stimmt. Ich habe gerade überlegt, man konnte den Game Boy Advance wirklich mit dem GameCube verbinden, aber das waren dann eben wirklich spezielle Spiele, die dann so eine Zwei-Monitor-Erfahrung, ähnlich wie dann die Wii U quasi, genutzt haben. Da hast du recht. Aber wenn man wirklich Game Boy Advance-Spiele spielen wollte, brauchte man diesen Game Boy Advance-Player unten dran. Den habe ich sogar. Ich konnte mich nur noch an diese weiße Disk erinnern, die man oben einlegt, und hatte gerade im Kopf, dass man einfach über ein Kabel den Game Boy Advance verbindet und dann die Disk einlegt, aber da braucht man unten den Player. Das stimmt. So war das. Da hast du recht. Komm schon. Naja, auf jeden Fall können wir zusammenfassen, die Idee, dass man Handhelds auch auf den Bildschirm, auf den großen Monitor überträgt, ist quasi so alt wie der Gameboy. Im Grunde. Und die Switch ist sowas wie dieses Konzept endlich konsequent zu Ende gedacht oder so, wenn man so will. Oder so. Microsoft hat ja auch so ein bisschen was in die Richtung, wie ich vorher mit den Achievements beschrieben habe, aber nicht wirklich. Da hat man dann irgendwie so Hüte für seine Avatare oder so einen Quatsch bekommen. Sowas in der Art gab's da. Aber musste man die nicht sogar für echt Geld kaufen oder irgendwie? Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Stimmt, Wind Waker hat das ja auch genutzt. Stimmt, mit diesem Tingles-Nebenspiel da. Und Crystal Chronicles, genau, das war das Final Fantasy, das das sehr zentral genutzt hat. Das musste man ja, wenn man Multiplayer spielen wollte, musste jeder seinen eigenen Game Boy Advance mit seinem eigenen Verbindungskabel haben. Sonst ging das gar nicht. Singleplayer konnte man, glaube ich, mit einem regulären GameCube-Controller spielen. Aber auch da bin ich mir gar nicht hundertprozentig sicher. Ich hatte das natürlich alles, aber kannte niemanden, der das auch hat. Deswegen konnte ich nie Multiplayer spielen, das Spiel. Mit niemanden. Umso cooler war es, dass Phantasy Star Online in der GameCube-Version dann den Splitscreen-Multiplayer hatte. Das ist nämlich wirklich witzig, weil ich bin... Das ist wahrscheinlich mein Lieblings-Online-MMO-RPG ever. Und ich habe es kein einziges Mal in meinem Leben online gespielt. Vielleicht ist es gerade deswegen mein Lieblings-MMO. Kann schon sein. Und nicht zu vergessen, das ist zwar wieder nochmal ein bisschen in eine andere Richtung gedacht, das Konzept, aber die Memory Card der Dreamcast, die war auch was sehr Spezielles und eigentlich nicht Uncooles. Die hatte nämlich einen kleinen Bildschirm und Knöpfe. Und man konnte die Memory Card rausnehmen, so war das gedacht, das Konzept haben, glaube ich, aber nicht viele Spiele benutzt, dass man die Memory Card rausnimmt und dann im Bus auf dem Weg zur Schule irgendwelche Minispiele spielt, die mit dem Hauptspielen verbunden sind, mehr oder weniger, dass man dann irgendwie Währung grindet oder irgendwie sowas. Und dann steckt man zu Hause die Memory Card ein und dann wird das aktualisierte Save Game quasi gleich ins Spiel geladen, quasi, genau. Beziehungsweise wurden auch kleine Details dann auf dem Screen der Memory Card am Controller angezeigt. Auch da gab es das so ein bisschen. Schon interessant alles, was es nicht alles gab.